Hey ho, hey ho, hey ho. Hallo, liebe Minenarbeiterinnen und Außen. Ich freue mich ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Begrüße euch zu dieser Sonderfolge anlässlich des 400. Abonnenten oder 400. Abonnentin. Man weiß es nicht so genau. Ihr wisst, ich hatte mal angekündigt, da hatte ich so knapp über 300, dass ich erst ein richtiges Abonnenten-Special bei 500 Abonnenten mache. Das habe ich auch nach wie vor so geplant. Aber heute war ich irgendwie so gut drauf, dass ich dachte, ach, ich mache jetzt auch mal irgendwas und erzähle euch hier einen Knopf an die Backe. Vor allem über die Sachen, die ich in der näheren Zukunft zuvor habe und auf die ihr euch hoffentlich dann freuen könnt. Ich bin hier in meiner Let's Play-Welt. Und wollte euch erstmal meinen. Ich habe ein bisschen weitergemacht, wie ihr seht. Es geht also jetzt abgedreht sind Folge 24. Ne? In Folge 25, das ist jetzt schon das erste Preview, was ich euch gebe, in Folge 25 des Let's Play, gibt es nochmal ein kleines Special. Also nichts Besonderes oder so, obwohl. Naja, ihr werdet schon sehen. Es wird, glaube ich, ganz, ganz nett. Und, ja, dann könnt ihr dann noch sehen, Folge 26 geht es also hier dann weiter. Dann können wir auch nochmal so sehen, was ich hier so gebaut habe. Zum Beispiel habe ich eine Monsterfalle gebaut. Das wird euch jetzt alle total freuen. Ich muss sie nur mal eben ausprobieren. Ah, super. Ja, das war schon. Cool. Das klappt prima. Ein Zombie habe ich schon. Ach, ja, schade, ne? Ja, normalerweise klappt das ein bisschen besser. Ist auch, ich gebe es jetzt mal zu, ist auch jetzt nicht so die dolle Idee für eine Monsterfalle. Man geht doch ziemlich vor die Hunde. Ist mir letztes Mal zufällig aufgefallen, dass ich hier irgendwie gar nicht sicher schlafen kann. Inzwischen seht ihr sogar, habe ich hier alles zugemacht. Trotzdem keine Chance. Ich werde hier ständig überfallen. Eigentlich weiß ich nicht, wo die herkommen. Aber gut, da müssen wir diesen Raum noch absichern. Das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich wollte euch nur noch erzählen, was habe ich sonst noch vor? Ja, also das Texture Pack. Ja, also es liegt natürlich auch am Herzen. Und natürlich, ihr fragt ja immer mich hier grün und blau mehr oder weniger nach dem Texture Pack und nach verschiedenen anderen Dingen. Ich habe ja auch schon mal geschrieben, guckt bitte auf minenarbeit.de, FAQ, also Q. Ja, da könnt ihr gucken. Da habe ich alle wichtigen Fragen eigentlich aufgeschrieben. Das findet ihr ohne weiteres, wenn ihr nur mal euch die Mühe macht, auch mal minenarbeit.de zu besuchen. Ja, weil es ist einfach so, dass ich inzwischen echt, ja, Lust hat, das wenig zu tun, aber ich komme einfach nicht mehr danach. Ihr stellt oft so diese gleichen Fragen und natürlich kommen ja auch mal neue Leute dazu, die stellen dann auch wieder die gleichen Fragen und diese grundsätzlichen Fragen, also Welt-Download von meiner Let's Show-Welt, Texture-Pack, wann kommt der Server, hast du schon einen Server, willst du einen Server, all diese Geschichten, die habe ich gefühlt also schon alle tausendmal beantwortet und ich will euch jetzt gar nicht so die Hucke voll heulen. Ich möchte euch nur einfach informieren, dass diese Fragen alle beantwortet sind und dass ihr das nur mal nachlesen braucht. Und ich da jetzt auf YouTube oder so einfach überhaupt nicht mehr drauf eingehe. Wenn Leute solche Fragen stellen, dann könnt ihr denen ja auch den Tipp geben, guck mal da und da, alles kein Problem. Ich verlinke das unter den Videos ja auch immer. Und daher, um nochmal drauf zurückzukommen, das Texture Pack, das ist jetzt wirklich beinahe kurz vor der Veröffentlichung. Ich bereite das jetzt wirklich schon allmählich ernsthaft vor. Also es kann sich da nur noch um Jahre handeln. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt darauf bereit machen, einstellen, dass ihr euch jetzt bitte, bitte, bitte ganz doll an eurem Stuhl oder worauf ihr sitzt festhaltet. Ja. Es ist ganz wichtig, denn ich habe meine Drohung wahrgemacht. Hier kommt das absolute Grauen. Etwas Schrecklicheres habt ihr noch nie in Minecraft gesehen. Und ich bezweifle, ob ihr sowas überhaupt schon in eurem ganzen Leben gesehen habt. Ja, also macht euch jetzt auf den größten Schrecken des Jahrhunderts gefasst. Denn ich habe es gemacht. Jedenfalls ansatzweise.
Achtung. Cool, oder? Die Kuschelecke. Ich habe mich getraut und ich habe ja einen Entwurf der Kuschelecke angefertigt. Und das ist doch wirklich herrlich, oder? Da geht einem doch das Herz auf, oder nicht? Hm? Also, so viel zu meinem Texture-Pack, ne? Ja, bringt mir so viel Liebe da entgegen. Da habe ich gedacht, da ja, komm, jetzt muss die rosa Kuschelecke wirklich her. Ne? Ich habe dafür sogar nochmal ein paar Texturen umgepositioniert. Ne? So dass ich das hier überhaupt machen konnte. Denn in meinem Texture-Pack war das ursprünglich, war die rosa Wolle, nämlich irgendwie, was war das denn? Die Boje. Ne? Für auf See, die gelb-schwarze Boje. Die ihr aus der Let's Show-Welt eventuell kennt. Wenn nicht, guckt euch die ganzen Serien an. Ne? Also das ist herrlich, oder? Kleine, ich habe heute echt voll die Stimmprobleme. Ja, ihr seht, ein bisschen habe ich so ein weiter ausgebaut. Das sieht völlig cool aus. Ich glaube, ich mache den ganzen Raum so. Ne? Völlig schrill. Ich hoffe, es gefällt euch. Was habe ich denn noch so gemacht? Nicht viel. Das kann ich euch jetzt auch als Preview für die Folge 27 zeigen. Ich habe hier noch diesen Brunnen, habe ich endlich mal so ein bisschen hingebekommen. Der Schafsbrunnen, ja. Und ich habe endlich mal hier etwas sortiert. Na, einige Kisten gebaut und Schilder dran gehängt, wie sich das gehört, sodass wir jetzt auch ein bisschen besser zurechtkommen und diese ganzen Sortierarbeiten einfach mal schneller geht. Am Eingang immer wie gewohnt so eine Großkiste, wo dann irgendwie, da ist jetzt noch im Moment gar nichts drin. Ne? Ja, und dann werde ich auch, wie gesagt, Folge 25 ist nochmal so ein kleines Special. 26 geht es dann richtig weiter und da kommen auch nochmal eventuell so ein paar Ideen, die ihr mir so inzwischen geschickt habt, so noch rein. Fand ich einige Sachen eigentlich auch ganz interessant. Ja, und was gibt's denn noch als Preview euch zu vermelden? Komm, wir gehen wieder zur Kuschelecke. Ja, die gucken wir uns lieber so an. Während ich euch erzähle, obwohl das jetzt überhaupt nicht passt, ja, also, die Let's Show-Serie geht natürlich auch weiter. Und zwar gibt es natürlich jetzt erstmal den musikalischen Ausklang der Staffel 2, Reise nach Emblomar. Ist schon so gut wie fertig. Also das Stück ist komponiert und aufgenommen. Und jetzt wird gerade, habe ich eigentlich, mache ich hier in dem Augenblick, mache ich eine Pause vom Schneiden dieser Folge des musikalischen Ausklangs der Reise nach Emblomar. Es wird also jetzt, wie man so schön sagt, zeitnah veröffentlicht. Danach geht es dann natürlich auch weiter. Wahrscheinlich, es dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich muss alle trösten, die Let's Shows von mir so unheimlich schön finden. Es dauert dann noch ein wenig. Ich schätze mal nächste Woche oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber das ist ganz egal. Ich hoffe, es lohnt sich. Die Staffel 3 meiner Let's Shows, da wo es also nach Emblomar tatsächlich dann geht, ja, das haben wir ja noch nicht wirklich gesehen. Diese Staffel trägt den Titel Der Fluch des Morkan. So, jetzt habt ihr alle Gänsehaut bekommen, ne? Wie ihr schon erahnen könnt, ist das eine Let's Show Staffel, wenn es denn mal so klappt, wie ich mir das vorstelle, die etwas anders ist als die Let's Shows, die ihr so allgemein so kennt. Ich sag jetzt nicht, dass das irgendwie besser ist oder sonst was als irgendwelche anderen Let's Show-Serien, keine Ahnung. Das müsst ihr entscheiden. Ne? Ich hab nur einfach eine Idee, irgendetwas mal anders zu machen. Und deswegen trägt die Staffel 3 meiner Let's Shows den Namen Fluch des Morkan. Ich kann das auch gerne nochmal sagen, der Fluch des Morkan. Gut, ne? Ja, das wird spannend. War auch wieder eine spontane Idee. Genauso wie diese Folge hier. Ich guck gerade mal, habe ich denn jetzt hier noch irgendwas auf dem Herzen? Nö, ich kann einfach nur nochmal Danke, Danke, Danke sagen für eure Unterstützung, für eure, ja, wie die 400 Abonnenten, die ich schon hab. Nach ziemlich genau 2 Monaten, in denen ich jetzt aktiv bin. Ja, heute ist doch der 30. Morgen ist der 31. Dann, ja, dann ist am 1. Mai, nee, Quatsch, am 1. April bin ich online gegangen.
mit Minenarbeit.de und kurze Zeit später kam erst mein erstes Video raus und jetzt habe ich auch schon 400 Abonnenten. Das finde ich schön, das finde ich echt super und ich danke, bedanke mich hier für, ne, und auch für eure Glühstrümpfe und ne, die landen dann alle irgendwann mal im Sadomaso-Keller. Ach, den muss ich ja auch noch machen, vielleicht lasse ich mir da auch noch irgendwas einfallen. Ne? Gibt es eigentlich auch schon so solche Erwachsenen-Mods für Minecraft? Also ich meine jetzt so mit Nacktskins und so. Also, bevor ich jetzt hier zu sehr abschweife und hier schon irgendwie schlucken muss, denke ich mal, habe ich jetzt alles gesagt, was zu sagen ist. Und ich kriege auch hier gerade netten Besuch von dem freundlichen Herrn da vorne. Ich teste das mal eben, ob das jetzt... Es geht nicht, ne? Es ist seit Beta 1.6 nicht mehr möglich, durch die Türfenster zu kämpfen. Ja, das habe ich dem Notz schon dreimal geschrieben, aber der repariert stattdessen irgendwelchen dämlichen Quatsch, den wie kein Mensch braucht und vergisst. Aber ich will jetzt ja hier keine Schimpftirade ablassen. Der ist ein guter Mann. So, und der Creeper da ist weniger gut. Ja, wo ist er denn? Ja, ihr könnt auch kurz noch sehen, was ich hier so. Ne, ein bisschen habe ich. Oh ne, das kennt ihr, glaube ich, schon. Ja, hallo, das sind ja. Oh, das sind mehrere. Ich sag schon mal Tschüss, ne? Es ist, glaube ich, besser. Ich muss mich hier konzentrieren. Jetzt sitzt er wieder da unten. Habe ich einen Pfeil? Ihr könnt ja noch sehen, wie ich ihn fertig mache. Ach, das freut mich doch immer wieder. So. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, minenarbeit.de/FAQ. Mu. Ja, bleib doch mal stehen, wenn ich dir was erzähle. Ja, und dann habe ich denen einfach gesagt, das mit der Kuschelecke. Aber jetzt denken die halt alle, ne? Jetzt was weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Wie soll ich den denn? Also, die denken jetzt alle, ich wäre. Nun, renn doch nicht weg. Also, ich kann doch sonst niemandem von meinen Problemen erzählen. Ne? Jetzt mach doch. Bleib doch mal hier. Ach, nun, bleib doch mal hier. Komm.